Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte hier mal eine große Regenbogenblume machen. Ich habe mir hier schon meine Resin-Inks parat gelegt. Ich muss mal gucken, wie ich hinkomme. Ich habe jetzt 8 Farben, ich habe 8 Bögen. Ich fange mal an. Oh ja, 1, 2, 3. Das ist das Korall von der Stefanie Etta. 4. Dann fange ich von unten her an. Also ich habe mir das schon in der Reihenfolge zurechtgelegt. 1, 2, 3. Genau. Und 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das passt jetzt. Doch. Ich muss einfach mal probieren. Sonst wird es vielleicht auch nichts. Keine Ahnung. Das ist das Mango. Ein Orangeton. Dann kommt das Gelbe. Das Campari. Jetzt mal schauen. Ich mache jetzt mal immer 3 Tropfen rein. Dann sehe ich ja, wie ich da zurechtkomme. Ob ich nochmal die Lücken füllen muss. Das war das Manila Green. Dann geht es auf der Seite weiter. 1, 2, 3, 1. Dann machen wir das in der Mitte. Kann ich besser peilen. Das ist das Grey Purple. Ups, das kam jetzt schon ganz schnell raus. das Caribbean. Das Blau. Das ist so ein Türkiston. Und als guter Letzt, zu guter Letzt das Elderberry. So, jetzt haben wir mal 8 Farben. Muss mal schauen, was meine Kamera macht. Die scharf stellt. Es geht. Ich habe jetzt hier das Ultracast, nicht das Mastercast, das Ultracast. Ich muss dem noch mal eine Chance geben für meine Blumen. Das hat bis jetzt noch nicht so funktioniert. Ich habe ja meistens das Mastercast und das klappt bei mir ganz gut. Das ist ein dickes Harz. Das habe ich jetzt mal eine Viertelstunde stehen lassen. Weiß ich, soll ich jetzt die Farben so lassen oder ein bisschen hier. Vielleicht vermische ich ein bisschen. Einfach hier immer so 2 Farben. Genau, das ist ein bisschen nicht so eine harte Kante, so ein bisschen entschärft, sage ich mal. Passt aber auf mit eurer Form, dass ihr euch die nicht verkratzt. So. Fertig. Spaß. So, jetzt mal so einen Regenbogen darstellen. Bin mal gespannt. Ich bin ganz mutig und gieße es aus dem Becher. Ich wollte das jetzt nicht aus dem Spritzbeutel gießen, weil ich möchte ja eine große Blume machen. Ich bräuchte ja eher dickere Linien. Ich hoffe einfach, dass es hier funktioniert. Ich habe mir weiße Pigmentpaste mit etwas Harz vermischt. Und dann mache ich es mal hier vorsichtig. Ich versuche trotzdem, das dünn zu gießen. Eine große Spirale. Ich wollte eigentlich was Dickes gießen. Irgendwie. Oh nein, jetzt kommt es dick raus. Es gibt wahrscheinlich einen Riesenblock. Oh je. Jetzt kommt es dick raus. Eine tolle Wurst. Oh, ja, glaube ich. Ich mache es hier einfach nochmal. Naja. Es war ja klar, dass mir das hier rausschwappt. Ich mag ja das aus dem Becher eigentlich nicht. Nicht so direkt. Aber manchmal bleibt einem nichts anderes übrig. Shit. Shit, 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 shit. Ich hoffe, dass es hier nicht so einen Riesenplop gibt. Aber ja, mega. Mega Katastrophe. Also, okay. No, je, je. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal hier an diesen Farben. Achso, ich wollte vielleicht nach außen gehen. Nee. Ich gehe hier an diesen
Stellen nach innen, aber ich glaube, ich mache noch Glitzer rein. Ich mache hier noch Glitzer rein. Von der Laura. In der Mitte. Das passt ja gut zum Regenbogen. Ein bisschen mehr Glitzer rein. Es gibt ja vielleicht, und es klappt, eine Schale, wenn ich den Ausformzeitpunkt nicht verpasse. So, ich drücke das jetzt mal vorsichtig ein bisschen runter. Ich hoffe, ich bin in der Mitte. Das kann man so gar nicht gut abschätzen bei dem großen, bei der großen Form. Okay, dann fahre ich jetzt hier in diesen kleinen Bögen hier nach innen in die Mitte. Wische das immer ab, damit ich immer einen sauberen Anfang habe. Dann mache ich erstmal Viertel. Einfach mal gespannt hier auf den Megablock. Oh Mann. So viel Harz habe ich jetzt benutzt. Oh je, oh je. Also, auf jeden Fall arbeite das Weiß schon mal. Das ist ja schon mal gut. Das passiert halt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Wer weiß. So. Bin ich in der Mitte? Wie gesagt, ich hoffe, dass es für den Glitzer einigermaßen mittig ist. Und jetzt würde ich noch hier in die Bögen nach außen gehen. Ich gehe bis zum Rand. So. Egal, was für ein Werkzeug ihr nehmt, passt auf, dass er nicht am Boden entlang schrammt. So. Jetzt mal schauen, wo man hin muss. Versucht es hier gleichmäßig zu machen. So, und dann haben wir noch einen. Da muss ich mal nachprüfen, ob das auch passt. Super. Also irgendwie hat es mir verschoben, aber ich hoffe mal auch hier, dass es nicht so arg blockt. Es sieht nämlich nicht schlecht aus jetzt. Ich kontrolliere. Okay, und dann mache ich in der Mitte noch einen Wirbel. So, also gut. Dann war es das jetzt mal für den Moment. Es arbeitet schön. Ich werde auch vorsichtig mit dem Föhn drüber gehen. Feuerzeug, weiß ich nicht. Muss mal schauen, ob es Bläschen hat. Dann gehe ich noch ein bisschen mit Feuerzeug drüber. Ansonsten lasse ich das mal stehen. Und ich glaube, das sieht ja trotzdem mal gar nicht so schlecht aus. Ich habe hier noch ein bisschen Harz übrig, da mache ich vielleicht noch was Kleines, auch mit der Magical Form. Und ja, bin mal gespannt. Aber da mache ich ein extra Video dazu. Muss ja nicht zu viel auf einmal ja, sehen. Lieber mal, jetzt, wer Interesse hat, schaut sich dieses Video an. Wer Interesse am anderen hat, schaut sich das andere Video an. Und also ich finde es von der Farbe her sieht es cool aus. Bin mal gespannt, wie es rauskommt. Genau. Vielleicht kann ich noch ein bisschen größer machen. Seht ihr? Viele verschiedene Lagen. Es hat gut gearbeitet. Trotz allem ist es hier, ja, es hat funktioniert. Also ja, und wie gesagt, dieser Blob. Ich hoffe nicht, dass es einen großen Blob gibt. Wenn, dann habe ich halt Pech gehabt. Genau. Aber mit den Handschuhen ist gar nicht so einfach. Jetzt, oh, voilà. Na. Ah, je. So. Jetzt bin ich wieder im Ursprungszustand, genau. Also, ich gehe nur vorsichtig mit dem Föhn drüber. Ein paar Bläschen entfernen und das war's. Dann sehen wir uns zum fröhlichen Ausformen. Okay, es hat sich total verlagert. Es hat sich total verschoben. Ich weiß nicht. Ich benutze meistens das Mastercast, das ist dicker. Da bleibt es mir in der Mitte und jetzt hat es sich hier total verschoben. Ich möchte auf jeden Fall jetzt mal, ich hoffe, das passt vom Zeitpunkt her, eine Schale draus machen. Entweder passt oder ich versau's mir. Da kann ich auch nichts dran ändern. Spannung steigt. Lass mal, wie sie aussieht, ob es geploppt hat. Wow. Also wenn Blobs, ja, es ist super. Hat gepasst, hat funktioniert. Sieht gar nicht so verschoben aus von dieser Seite.
Und das drücke ich mir jetzt in eine Schale rein. Oh, schön. Wie mache ich das am besten? Vielleicht so. So. Ich hoffe, dass es keine Falten gibt. Prima, juhu. Jetzt bin ich aber froh. Gott sei Dank. Von dem Box ist es super, super, super. Ich freue mich. So sieht es von unten nochmal aus. Total verschoben. Aber hier ist einigermaßen wirklich okay. Und wie gesagt, blocktechnisch, da ist es mir total, glaube ich, da total rausgerutscht. Aber das ist noch okay. Ja, also man müsste einfach ein bisschen warten. Es ist anders. Jetzt vom Ergebnis aus des Mastercast, aber vielleicht hätte ich noch ein paar Minuten länger warten müssen. Genau. Ich schaue mal, dass es hier ringsrum gut eingedrückt ist, unten. Dass es mir nachher auch gut steht. Es hinterlässt keine Fingerabdrücke. Also war der Zeitpunkt genau richtig. Es ist warm bei uns. Ich habe jetzt das gestern Abend um 8 gegossen, jetzt ist es morgens um 5:30. Letztes Mal musste ich 12 Stunden warten, aber es ist so warm und luftfeucht. Das hat jetzt gut gepasst. Wäre jetzt auch schön gewesen, eine Schale mit Wellen außen. Aber dadurch, dass das Feld schon geschwungen ist, denke ich, das ist okay so. Prima, juhu. Also, dann war es jetzt mal vom Ausformen her. Ich hänge noch ein paar Bilder dran, hoffe ich mal. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wie sie aussieht. Wie es gegangen ist, wie ich es gemacht habe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich sehe euch den Glitzer an. Seht ihr, dass es passt ganz genau hier von den Farben als Regenbogen. Ich hätte noch ein kräftigeres Rot gehabt, hätte ich können auch noch ein bisschen einbauen, statt das Grün vielleicht. Aber ja, das passt. Ich bin total zufrieden. Genau. Also gut, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen, wenn ihr wollt. Was heißt Nachmachen? Bei jedem sieht es anders aus. Jeder orientiert sich ein bisschen an den anderen. Man sieht tolle Ideen, möchte es gerne testen und dann heißt es halt, du hast nachgemacht. Aber ich finde es gar nicht, weil jeder hat seine eigene Handschrift. Bei mir sieht es auch nicht jedes Mal gleich aus. Man hat so ein bisschen was, das man ausprobieren kann. Und ich sehe das jetzt nicht als Nachmachen. Ich sehe es einfach als Inspiration. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Probiert es mal aus. Macht mir ja viel Spaß. Ich werde es nochmal testen. Vielleicht auch mal mit Mastercast, wie es dann rauskommt. Mal meinen Tisch überprüfen, weil das ist schon ein bisschen komisch hier. Und dann, genau, hoffe ich, euch hat es gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar natürlich, über ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.